Mortified Penguin und 4 lesbare Wörter im Text. Red Beard, Sunier und Springfield. Meine Leute von der CIA meinen, es handelt sich um Mambay, einen timoresischen Dialekt. In der Botschaft befindet sich eine Beamtin namens Carlson. Sie ist Linguistin. Vorname Ingrid. Sie wird in einem Turm hinter der Botschaft festgehalten. Grimm sucht einen Weg, mit ihr in Kontakt zu treten, ohne die Wachen zu alarmieren. Miss Carlson ist dein nächstes Ziel. Einzelheiten auf dem Upset. Alles klar. Ich würde sagen, ich mache mal eine kleine Aufnahmepause, aber wirklich nur eine kleine. Ich will nur schauen, ob auch alles richtig aufgenommen wurde. Ja, bis gleich. So, Pause ist vorbei. Und ja, ich habe den Sound ein bisschen runtergedreht, weil mir ist aufgefallen, der war ein bisschen zu laut. So, oh, wir haben gar kein optisches Ding. Achso, ja, ich habe vergessen, dass es hier integriert in diesem Spiel. Hier ist niemand. Nur ein dunkler Flur. Sollte ja kein großes Problemchen sein. Solange hier keine Feinde sind. So, ich will jetzt hier kein Risiko eingehen. Ich glaube, ich knipse jetzt ein paar Lichter aus. Aber zuvor muss ich noch schauen, ob da ein paar Feinde da sind. Das heißt... Aha! Wo? Ach, da! Na komm, kill mich. Lalalala, dankeschön. Doch gar nichts gemacht. Er stand doch einfach nur rum und hat gepfiffen. Pfeife. Lustig. Pfeife. Okay. Ich glaube, den krall ich mir jetzt besser. Oder auch so. Das geht eigentlich auch. Haben wir ja auch noch nie gemacht. Und er hat sich schon sehr schön versteckt eigentlich, ne? Schön zusammengeknickt und so. Ist hier noch jemand? Na. Ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, dass ihr meinen Tastengetippe wieder hört, weil ich gerade die Tasten so laut tippe. Falls ihr das hört, dann tut es mir leid. So, jetzt können wir die hier öffnen. Dietrich. Aber schauen wir zuerst nach was. Medikit, okay, das ist schon mal sehr gut. Dietrich. Na jetzt. Ich hasse dieses Dietriche hier in Splinter Cell. So, hier. Es darf keine Todesopfer geben. Schade eigentlich. Ich würde gerne ein paar Gegner knallen. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben gar keinen Damage bekommen. Naja gut, wir könnten das hier abziehen, was wir hier vorhin bekommen haben. Also wir vorhin haben ja was geladen, ne? Weil wir eigentlich gestorben wären. Aber ich habe es ja geladen, ne? In Zukunft, werde ich es nicht mehr so laden, wenn wir erwischt werden, sondern ich werde mir da was einfallen lassen müssen. In Zukunft. So, nur bei Extremfällen, wenn wir sterben, werde ich es laden. Hier scheint alles clean zu sein, glaube ich. Schauen wir uns mal das Wärmebild an. Ja, alles ist warm bis auf... alles ist kalt bis auf die Lampe und diese... und seinen Fischer. Hä? Vergewaltigung. Moment. Was machen die da drin? Komm, die spammen jetzt mal ein bisschen aus. Das Bett ist leer und ich höre Gekreische. Sehr merkwürdig. Was meint ihr? Naja. Geistersex? Moment. Die machen Geistersex. Hallo? Bitte, töten Sie mich nicht. Was? Sind Sie vielleicht? Oh Gott, das sind wir hier. Bei den Geiseln. Wir könnten die eigentlich retten. Ich meine, der wird von nur einem Typen bewacht. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht kriegen wir da eine Belohnung oder sowas. Hallo. Verdammt! Ja, ich habe gesagt, ich mache das neu. Ich tue dann nicht mehr laden, aber ich kann es mir nicht verkneifen. Verdammt! Können wir das Licht irgendwie ausknipsen? Hab dich! Na, geht's euch gut? Ich kann euch befreien, wenn ihr wollt. Aber zuerst schalte ich erstmal diesen Typen aus. Können wir die Tür eigentlich mit dem... Ne, das geht leider nicht. Schade. Körper nehmen? Hier vielleicht irgendwie? Körper...
eigentlich das. Wir wissen doch, dass da hier nichts ist. So, du kommst mal mit. Und hier. Das können wir jetzt auch neu. Also das ist auch wieder neu. Wir können die Tür öffnen, während wir eine Leiche tragen. Sei leise, du verratest mich noch. Scheiße, es ist noch ein bisschen hell. Ich muss die Leiche irgendwie abseits verstecken irgendwo. Wahrscheinlich wie. Ich verstecke sie mal wieder da bei diesem Balkon hier. Und dann quatschen wir mal ein bisschen mit den Geiseln, nachdem wir diesen Körper entsorgt haben. Entsorgt. So in eine Mülltonne reingepresst. Na? Schlaft ihr auch gut? Lalalalalalalala. Die Musik ist schön ruhig. Gefällt mir irgendwie. Bei einem Schleichspiel. So, also wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich habe euch gerettet. Jetzt müsst ihr mich abonnieren, würde der Tutorial jetzt sagen. Okay, ich kann nichts mit euch machen. Warte, ich kann euch von eurem Schmerz befreien. Kann ich euch niederschlagen? Geht es? Hm. Du legst dich jetzt mal schlafen, ja? Gut. So, was ist hinter dieser Tür? Flexible Optik. Ein dunkler Raum. Okay. Ach, jetzt sind wir hier. Na gut, dann bringen wir sie mal in Sicherheit. Die Zivilisten, sage ich jetzt mal. So, open the door. Ich habe euch den Arsch gerettet. Mehr oder weniger. So, kümmerst du dich mal um die Geiseln, ja? Sei bitte so nett. Ja, ich leg's auch extra hier hin. So. Na, jetzt aber. Hier geht's weiter, oder? Ne, da kommen wir her, oder? Keine Ahnung. Ah ja, perfekt. Hm, ich glaube, die sollten mal einen neuen Glaser anrufen. Die Fenster gehen kaputt. Alles geht kaputt in Splinter Cell, das ist echt schlimm. Naja. So, hier und nicht vergessen, um die Zivilisten kümmern, ne? Aber ich glaube, um den musst du dich nicht mehr kümmern, der ist nämlich schon längst tot. So, ich muss mal kurz diese Lampe ausknipsen. Sonst kommt hier irgendwie ein Alarm-Dingens, ne? Irgendwie, keine Ahnung. So, jetzt ist es schön dunkel. So magst du, Sam. Und jetzt holen wir uns den letzten Körper. Und dann geht's auch schon weiter. Hä? Geht es? Ah ja, geht. Ich glaube, der ist tot. So, und jetzt fängt es zum Lecken an ein bisschen. Ah, jetzt hat es sich wieder gefangen. Wie schön. Lalalala, Tür öffnen. Jetzt fängt es wieder zum Lecken an. Ich glaube, wir sollten gleich wieder ein Lesestündchen machen, wenn es wieder zum Lecken anfängt. So, ne, nicht vergessen, hier Zivilisten, um die du dich kümmern musst. Hier, ich leg den auch ganz ordentlich hin. So. Ne, nicht vergessen, du hast ja schließlich ein Handy. Nicht vergessen, sonst komme ich wieder. Und dann wird unser nächstes Treffen nicht mehr so schön sein. So, okay, weiter geht's. Mal ein bisschen was getan, was überhaupt nicht zu tun machen ist. Also was wir überhaupt nicht tun müssen. Aber naja, schadet ja auch nicht. Ne? Ein bisschen storymäßig was machen ist ja auch ganz schön. Also, wer was nicht... was? Ach, egal, ihr wisst schon, ne? Was machen, was wir eigentlich nicht machen müssen. Das mache ich auch manchmal in so Spielen, damit es irgendwie realistischer rüberkommt. Gott, hier unten sind sehr viele Feinde, daran kann ich mich noch erinnern. Ich würde sagen... Wer war das? Das war euer... keine Ahnung. Ihr habt einen schlechten Techniker. Verdammt. So, ist hier noch irgendwo ein böses Lichtchen? Laterne, Laterne, ich knipse euch alle aus. So. Oh Gott, hier sind auch noch welche. Ich glaube, die knipse ich besser auch aus. Wir haben ja genug Munition. Und wir dürfen eh keine erschießen, das heißt wir müssen die quasi für das Ausschalten von Lichtern verwenden. Fuck, da kommt jemand. Scheiße, kann ich es riskieren? Da unten ist noch ein bisschen Licht. Ach du Scheiße. Hey, cool, ich darf erwischt werden, sehe ich gerade. Darf ich auch töten? Wahrscheinlich nicht. Na komm, komm zu Papi. Na los.
Na los, komm zu Papi. Heute gibt's Abendessen. Ey, ich meine, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Du kommst jetzt hoch, ja. Nein, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Hallo? Hallo? Ist der dumm? Der hat ein Gepfeife hinter seinem Rücken und kommt nicht hoch. Was ist denn das für ein schlauer Bösewicht? Was, wo geht der denn jetzt hin? Hallo? Ah, verdammt, ich mag diese Stelle überhaupt nicht. Hier ist noch Licht. Das ist wahrscheinlich das nervigste Licht jetzt gerade. Bam. So, oh Gott, das ist ein Kollege. Oh Gott, das sind gleich drei Stück. Mal ein bisschen nachdenken gefragt jetzt in dieser Situation. Ich glaube, wir können uns da einfach vorbeischleichen. Ich probiere es einfach mal. Wir haben ja gespeichert. Ich glaube, ich mache mir wieder einen großen Save. Genau hier, wo es am sichersten ist. 13. So, ich mache das Wärmebild an, damit ich die Gegner leichter erkenne. Oh, wobei, da hinten brennt Feuer, da kann ich es vielleicht verwechseln. Hier so vielleicht. Ja, das ist besser. Es darf keine Todesopfer geben. Schade eigentlich. Für einen Shooter? Schade. Ah, hier ist eine Flasche. Können wir die irgendwie weglocken? Probier es mal. Oh Gott. Ich glaube, ich schleiche jetzt auf seinen Kopf. Hab dich. Oh, wir wurden entdeckt! Na, rein, Sam! Alles okay, Sam? Lebst du noch? Ja. Sieht gut aus. Aber die Musik ist richtig, richtig panisch. Ja, panisch antreiben. Macht richtig, richtig Panik, wenn man entdeckt wird. Finde ich auch ganz cool. Gibt es ja in diesen späteren Teilen leider nicht mehr, aber. Oh Gott! Ja, das Licht ist kaputt, das hast du. Oh Gott, das sind gleich zwei. Scheiße! Wer war das? Ja, das war. Das war deine Mutter. Das war the voice of your mother. Oh Gott, ich glaube, die werden mich gleich umzingeln. Scheiße. Hm, ich probier's jetzt mal. Kletter! Darüber! Nein! Nicht das! Verdammt! Sam, was machst du da? Jetzt wirst du entdeckt. Hier, Wette. Hä? Wo ist der hin? Hä? Hallo? Ihr geht völlig falsch hin. Oh nein. Nicht gut. Verdammt, es leckt's. Ah. Erstaunst du was? Der verfolgt mich. Da ist nix. Geh weg. Puh. Nein! Ich muss meine Runde fortsetzen. Na scheiße, jetzt habt ihr mich. Und? Findest du es cool, mich zu entdecken, was? Und mich zu erschießen? Ihr seid echt die Besten. Aber ich richtig lieb, HDL. Ich find's scheiße, dass ich niemanden killen kann. Richtig, richtig schade eigentlich. Komme ich jetzt an diesen zwei Turteltäubchen vorbei? Mir macht es Spaß, mich zu suchen. Hier ist nichts. Nein, hier ist auch nichts. Ey, wo gehst du hin? Ich glaube, den krall ich mir jetzt, oder? Lalalala. Leck ist wieder da. Verdammt! Okay, durchrushen. Ich renne da jetzt einfach durch. So, ich glaube, das sollte man anders machen, aber naja. So kann man es eigentlich auch machen, wenn man klug ist. Oder Achtung, wie auch immer. So, flexible Optik. Oh Gott, jetzt leckt's. Warum leckt es jetzt so wieder? Diese Frage stelle ich mich im jeden Let's Play. Warum leckt es jetzt auf einmal so? Was denn jetzt schon wieder? Was ich dir zu sagen habe, wird dich nicht erfreuen. Wirklich was? Bilder von der Überwachungskamera zeigen einen Posten mit Nachtsichtgerät. Er überwacht den nächsten Hof. Einer der Suchscheinwerfer wurde nicht ausgeschaltet. Der sollte